your hands up and fill the next cup. Let's get this started again, again. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Dieses Mal spiele ich auch mit euch ein neues Spiel. Und zwar spielen wir heute das Game Paper Please. In Paper Please geht es darum, dass wir in einem Staat, also zwischen einem Staat, in Russland, zwischen zwei Staaten, den Grenzübergang kontrollieren. Wir müssen die Pässe kontrollieren, die Einwanderungspapiere, alles Mögliche. Und man kann sagen, es ist ein Kontrollsimulator, ein Papierkontrollsimulator, keine Ahnung. Das ist es aber eigentlich nicht in dem Sinne, weil je nachdem, wen wir durchlassen, kann es passieren, dass es zu Anschlägen kommt oder dass der Grenzpunkt, wo wir arbeiten, angegriffen wird. Das hört sich jetzt zwar sehr langweilig an, aber ich würde euch mal empfehlen, das Spiel wenigstens mal für die nächsten Folgen mal anzuschauen, weil es dann doch ziemlich spannend wird. Ich habe es nämlich schon angespielt. So, wählen Sie einen Tag, an dem Sie fortfahren möchten und starten Sie ein neues Spiel. Ja, das machen wir. Herzlichen Glückwunsch. Die Arbeitslotterie des Monats Oktober ist abgeschlossen und Ihr Name wurde gezogen. Melden Sie sich umgehend zum Arbeitseinsatz beim Ministerium für Grenzschutz am Grenzübergang Grestin. Eine Wohnung der Klasse 8 wird Ihnen und Ihrer Familie in Ostgrestin zur Verfügung gestellt. Es lebe Arstotzka. Also der Stadt heißt Arstotzka. Spielt in Russland. Jetzt müssen wir jeden Morgen in die Zeitung schauen. Hier steht Grenzübergang Grestin endlich eröffnet. Nach 6 langen Jahren ist unsere Sicherheit auch wirklich garantiert. Jetzt gehen wir zur Arbeit. Das ist ein Retro-Spiel. Das hat jetzt eigentlich die Grafik von einem C64, kann man sagen. Aber trotzdem stört die Grafik überhaupt nicht. So. Inspektor, willkommen bei Ihren neuen Positionen am Grenzübergang Grestin. Stempeln Sie Einreisevisa in Pässe und geben Sie die Dokumente den Einreisenden zurück. Nur Bürger von Arstotzka sind zur Einreise berechtigt. Alle Ausländer sind abzuweisen. Also wir dürfen jetzt nur Bürger von Arstotzka hier durchlassen. Die anderen, die müssen leider leiden. Alles klar, der nächste erste darf rein. Papiere bitte. Der ist von Arstotzka. Ich will mal kontrollieren, ob alles stimmt. Ablauf 19.01.1984. Arstotzka. Serioski Anton heißt der Typ. Bild stimmt überein. Jetzt müssen wir mal gucken, ob die Stadt stimmt, wo der wohnt. Arstotzka. Ostgrestin. Stimmt. Ja, darf durch. Genehmigt. Danke. Nächster. Kommt aus Impor, dürfen wir nicht durchlassen. Tut mir leid, dürfen wir nicht durchlassen. Nur Arstotzka, ne? Bisschen beeilen, weil dann, ansonsten, wenn wir so lange brauchen, dann, je mehr Personen wir nämlich machen, desto mehr Geld kriegen wir. 8 Stunden habe ich in dieser beschissenen Schlange. Ich hoffe, ich war jetzt nicht für den Arsch. Der kommt aus Republik, den darf ich leider auch nicht reinlassen. Deine Mutti! Hast du gehört? Deine Mutti! Nächster. Papiere bitte. Der kommt aus Arstotzka. Der Land stimmt schon mal. Bernard Josi. Bild stimmt. Weiblich. Paradisna. Gibt's. Arstotzka. Bernard Josi. Dürfen wir durchlassen. Wir müssen ein bisschen schneller machen, je mehr wir durchlassen, je mehr Geld kriegen wir auch. Aha. Arschloch! Das kam nicht von mir, das kam von jemand anderem. Papiere bitte. Republien darf ich nicht einreißen lassen, sorry.
Pardasina, 20.07.1983, Lause Irin, stimmt weiblich, darf ich durchlassen. Darf ich nicht durchlassen, sorry. Republieren muss ich gleich ablehnen, sorry. So, der erste Arbeitstag ist rum. Das steigert sich mit der Zeit immer. Am Anfang habe ich auch gedacht, oh Gott, ist das Spiel langweilig. Aber es ist doch nicht so lange, wie man denkt. So, also wir haben sogar 25 Dollar im Überschuss und wir müssen auch jetzt hier gucken, dass wir auf unserer Familie, dass wir achten können, weil die ganzen Personen hier können nämlich auch sterben, wenn wir uns nicht um die kümmern oder wenn was passiert. Deswegen, ja, deswegen müssen wir da immer richtig aufpassen, aber sind alle okay. Ein voller Erfolg. In Kürze weniger Auflagen, Einreise von Ausländern. Das Wetter, Analyst in Feierlaune, mehr Handel und Kooperation erwartet. Okay, wir gehen zur Arbeit. 24. November 1982. Inspektor, mit dem heutigen Datum ist auch Ausländer mit gültigem Pass die Einreise zu gestatten. Ihre Kabine ist jetzt mit Geräten zur Prüfung ausgestattet. Alle Passdaten sind sorgfältig auf Diskrepanzen zu prüfen. Einreisewillige mit inkonsistenten Daten sind abzuweisen. Bitte wenden. Prüfmodus. Den Prüfmodus können Sie mit Hilfe des roten Knopfes auf Ihrem Schreibtisch aktivieren. Das ist der hier. Markieren Sie mit der Prüfung zwei diskrepante Angaben, um weitere Maßnahmen ergreifen zu können. Vorschriften und Richtlinien. Dieser Posten unterliegt den Vorschriften und Richtlinien des Ministeriums für Grenzschutz. Die Vorschriften sind einhergehend zu studieren. Es lebe Astotzka. Markieren Sie zwei Diskrepanzen. Also wenn zum Beispiel das Datum nicht stimmt, dann müssen wir einmal aufs Datum und dann hier unten drauf drücken. Dann überprüft er das. Und dann kann man auch automatisch ein Verhör durchführen. Hier können wir die Rollladen hoch und runter machen. Den Tresen. Ja, okay, das machen wir eigentlich schon. Und okay, gut. Dann lassen wir schon mal die ersten rein. Zettel legen wir mal hier hin. Papiere bitte. So. Gut. Wir sollten aber doch mal mit gültigem Pass die Leute einreisen lassen, hat er gesagt. Alles klar. Pass kommt aus, hein? Ablauf stimmt aus Marmero in Antegrien. Antegrien liegt hier. St. Marmero. Geboren, hä? Gültig, hä? Sill of Savelli. Darf einreisen. Genehmigt. Kommen Sie wieder. Nächster! Papiere bitte. Einen Moment. So, dann kann man es. So, mit dem. Oh ne, das ist das Zettel, den kann man. Aus Chlorian in Antegrien gibt's auch. Bild stimmt, ist weiblich. Machen wir den 19. Der Pass ist abgelaufen. Das geht aber nicht hier. Diskrepanz entdeckt. Dieses Dokument ist abgelaufen. Wovon reden Sie da? Abgelehnt. Nächster! Aus Haihan, Impor. Haihan? Aus Impor. Das ist Haihan. Männlich, Nilsen Markus. Männlich, 7.3.1984. Der sieht aber anders, der aus. Tut mir leid. Darf ich nicht einreisen lassen? Tut mir leid. Ah,
Asheim Olah, 3.10.1984, der gültig, der ist noch gültig, männlich, Bild stimmt, 6.8. Ast von Astotzka darf einwandern. Das ist noch gültig, ist weiblich, sieht auf dem Bild sehr ähnlich, es kommt aus Kostina-Stadt. Gibt's das in der Föderation? Korista-Stadt. Korista-Stadt gibt's. Darf rein. Genehmigt. Aus Astotzka, 10.01.1984. Ich rufe dich an. Legen wir es mal beiseite. Also, Alexandria Zarotov, 25.05.1921, geboren aus Krestin, aus Astotzka. Ostgrestin gibt's, ist auch noch gültig, darf rein. Du alte Schachtel, ich werde dich garantiert nicht besuchen. Ja, die Haare sind so komisch, deswegen habe ich gerade gedacht, okay, Paradiesner. Was war das? Was ist das da oben? Nein. Das war ein Anschlag. Scheiße, das war ein Anschlag. Tag 2. Ihr Arbeitsauftrag fand durch einen Anschlag ein vorzeitiges Ende. Der Spielstand wird zu Beginn jedes Tages gespeichert. Wir haben 5 Dollar im Überschuss, können uns Nahrung und Heizung leisten, haben also immer noch gut Geld. Terroristen verüben Anschlag in Krestin. Krestin ist unser Punkt, unser Außenposten. Der Grenzübergang. Zur Arbeit gehen. Bin ich das? Das war ich. So, Inspektor, die Einreise aller Nichtbürger ist ab sofort reguliert. Alle Ausländer haben einen Einreisebeleg vorzulegen. Verifizieren Sie die Angaben, bevor Sie ein Einreisevisum in den Pass stempeln. Verifizieren Sie die Angaben, bevor Sie ein Einreisevisum in den Pass stempeln und die Dokumente wieder dem Einreisenden aushändigen. Nächster. Papiere. Aus Kolorchen. Moment, alle. Ein Reisebeleg. Also alle müssen dann einreisen. Okay, der hat 25.11.1982. Das genau heute gültig. Alter stimmt auch. Peter, Kollegin aus Vedor. Gibt's auch. Darf einreisen. Viel Spaß. In Astotzka. Nächster! Die sieht schon geil aus. Okay. Was aus dir? Die hat aber keinen Einreisepass. Die hat keinen Pass, dass er einreisen darf. Deswegen muss ich sie jetzt leider ablehnen. Wo sind die Regeln? Alle Personen einen Einreisebeleg haben. Eier. 25.11.82 ist gültig. Mehr Gorus aus Ostian. Mehr Gerus. 9.11.1983 ist der gültig. Bis zum 25. ist der auch gültig. Die darf rein. Hey.
Hallöchen. Ich kann dich jederzeit glücklich machen. Och komm! Ich will nichts von der rosa Sünde wissen. Ich kriege die ganze Zeit irgendwelche Zettel in die Hand gedrückt. Ah, was mache ich da? Ich kriege, gibt da. Import. Aus Tsunkaido kommt die. Tsunkaido stimmt. Ablauf 20.01. Das ist. Okay, stimmt. Einreisebeleg stimmt. Und der Einreisebeleg stimmt auch. Die darf einwandern. Der Einreisebeleg fehlt meinen. Moment. Ach so, die ist nicht Ausländerin. Okay. Moment. Ja, okay. Gut, dann muss doch kein Vorlegen. Gut. 6.9.1983 stimmt Great Rapid in As. Seit wann gibt's Great Rapid in Astotzka? Es gibt sie in Astotzka! Tut mir leid, ich darf sie leider nicht nach Astotzka lassen. Nächster. Ich habe von einem Bombenmann, sie können froh sein, dass sie noch Arbeit haben. Ja, ich weiß. Weibli. Hat es eine andere Frisur gehabt? Ja, stimmt. Paradisna gibt's in Astotzka? Ja. Gültig bis 1983. Diese Tusse darf einwandern. Einreisevisum. Die kommt von der Föderation, braucht also einen Pass. Und diesen Pass hat sie nicht vorgelegt. Deswegen muss ich die jetzt erstmal darauf aufmerksam machen. Ach so, die hat ihn vorgelegt. Ich habe schon gedacht. Oder ist so. Der ist am 26. Der ist heute gar nicht gültig. Tut mir leid. Darf ich nicht. Ich darf sie nicht durchlassen. Die kommt aus Republien. Und hat auch ihren Pass dabei. Ist von heute. Stimmt also. Chlorian Major kommt aus Republien. Chlorian Major gibt's. 4.2.1984 ist gültig. Darf also rein. Aha, schön, los geht's. Ich lebe Astotzka. Tolles Land, wo gibt. Dein Pass. Okay, denn der darf ich leider nicht durchlassen. Der hat mir gar nichts vorgelegt. Jo, schau noch mal vorbei. Ist vorbei. Gut. Mal sehen, wie viel wir verdient haben. Wir haben wieder 5 Dollar. Können noch die Nahrung uns leisten? Oder können uns Heizung? Dann machen wir lieber Heizung, dann haben wir 15 Dollar im Überschuss. Schwarzmarkt erlebt ungenannte Blüte. Regierung sieht Schuld bei laxen Grenzkontrollen. Okay. Gehen wir zur Arbeit. 26. November 1982. Astotzka, Ministerium für Grenzschutz. Offizielle Depesche. Inspektor, ab sofort gelten strengere Vorschriften hinsichtlich der Vorlage von Ausweisdokumenten.
Bürger von Astotzka haben ihren Ausweis vorzulegen. Ausländer haben eine gültige Einreisegenehmigung vorzulegen. Einreisebelege sind nicht mehr ausreichend. Also wir brauchen jetzt noch, wir müssen jetzt nach Einreisegenehmigung kontrollieren. Nur zu Besuch. Einreise bis 13.12. Stimmt, Pass. Stimmt auch. André Lee. Lee André. Aus Ost, als, aus Obristan. Obristan kommt die, kommt der. Obristan ist auch männlich. Obristan, kommt aus Mingo. Mergerus. Mergerus. Stimmt. 1.8. ist gültig, darf also. Moment. Nur zu Besuch. Ich bleibe ein paar Monate. Alles klar. Gut. Ist genehmigt. Ich will zu meiner Frau ziehen, unbegrenzt. 9.12.1982. Der Wert stimmt, Josef Lefravisk, Lefravisk Josef, 32 geboren, männlich aus der Vereinigten Föderation, und kommt aus Westkrestin. Ey! Die Stadt gibt's gar nicht! Moment. Das ist so scheiße. So. Keine Ahnung, wovon sie reden. Tut mir leid. Das Gesetz sagt, was es möchte. Und sie werden leider abgelehnt. Tut mir leid. Aber in dem Gesetz steht drin, dass wir jetzt keinen Einreisebeleg mehr benötigen, sondern sie brauchen... Ah, oh, falsches Buch. Sondern sie brauchen ab sofort. Moment. Achso, das ist. Achso, da müssen wir mal die Vorschriften aufmachen, so. Da haben wir das Einreisegenehmigung für Ausländer. Jetzt haben wir was, okay. Ich habe hier ein Visum. Lassen Sie mich durch. Tut mir leid, aber ich darf sie mit Einreisebeleg nicht durchlassen. Ich besuche Verwandte, aber 30 Tage, ein Monat passt, okay. 16.12.1982, die Nummer stimmt. Alexandria Mokina, Ablauf 10.05. stimmt auch. Weiblich ist sie. Geboren da, ein Monat, Besuch weiblich, St. Mamero in Antegrien gibt es nämlich. Antegrien, St. Mamero, alles klar, sie wird genehmigt. Zweck ihrer Einreise. Zum Besuchen seit 6 Jahren. Dauert es auch seit 6 Monate. Okay. Aus Haihan. Weiblich. 19.08. ist es abgelaufen. Okay, es ist 83. Perfekt. 27.10. bis 27.10.1982. Das Datum für die Einreise stimmt leider nicht mehr. Tut mir leid, ich darf sie leider nicht durchlassen. Deine Mutti. Okay, nächster. Zweck ihrer Einreise. Ich nutze den Transitverkehr.
Dauer des Aufenthalts, ich bin 14 Tage. 22.12.1982 ist die Einreise bis und Ablauf. Aha. Alexi, stimmt. Transit, Ska. Gibt es denn einen Obsidian? Oh, Opristan, gibt es eine Stadt, die heißt Skal? Ja, gibt's. Gut. Ansonsten. Ah! Bist du denn weiblich? Was in Pass steht, ist richtig. Da tut mir leid. Aber Sie müssen mir schon genau sagen, ob Sie weiblich oder männlich sind. Warte mal einen Moment. Fragen wir nochmal sicherheitshalber nach. Weiblich. Ja, Sie müssen mir das beantworten, Herr Alex, Herr Ellington. Ich kann nämlich nicht einfach durchlassen, wenn Sie mir sagen, ob Sie eine Frau oder ein Mann sind, verdammt. Alter, der Typ ist echt. Ich, tut mir leid, ich nehme sie nicht an. Ich komme zu Besuch. Dauer des Aufenthaltes einige Monate, okay. 8.12.1982, 5.3.1984, Barnheim, Erik Birnheim. Bern, oder oh, ist ein Fehler? Tut mir leid, Sie müssen den Fingerabdruck machen. Ja, mehr gerne drum. Ich will ihn nur überprüfen. Alles klar, stimmt überein. Dann glaube ich das mal. So, aus Antegrien, Glorian. Gibt's ja. Bis ab 5.1984, erst 8.1982, Besuch 2 Monate, Chlorian männlich, Antegrien, klappt alles, genehmigt. Was? Was? Alias entsprechen nicht den Akten, Einreisenehmer ungültiger Name. Ach so, gibt's kein Alias, müssen wir mal gucken. Oh. Willst du mich verarschen? Das Ding ist selbst gemalt. Da gibt's, ich sag dazu nichts weiter. So viel Doofheit muss bestraft werden. Ach Herrgott, der ist nervig. Papiere bitte. So. Ich komme aus Sotska. Orwitsch. Orwitsch, kommt sie? Ja. 27.08.1984 ist er gültig. 63 Kilogramm, 1,72 Meter. Müsste stimmen. Ja, stimmt. Perfekt. Geboren 20.04. Lajewoska Stefanie. Lajewoska Stefanie. Alles klar. Okay, ich genehmige das mal. Slevarastotzka. So, Tag 4 ist vorbei. Und ich mache jetzt hier mal gleich mal einen Stopp. Ihr Sohn ist krank und braucht Medikamente. Die sind alle hungrig und wir haben noch $5 für den Sohn, also passt's doch. So, an dieser Stelle mache ich jetzt einen Cut. Ich hoffe, euch hat dieses neue Projekt gefallen und guckt euch auch die zweite Folge von diesem Spiel an. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Video. Ciao.